Okay, dann heißt hier also herzlich willkommen zu der Fortführung der Vorlesung. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Wir haben den baumbasierten Monitoring-Ansatz angesprochen, wie man darin einen Systemzustand erfasst, wie man Statistiken berechnet und dann hatten wir gesehen, wie man so einen Regelkreis damit auch umsetzen kann. Also das ist quasi so das Hauptziel gewesen des Monitorings, dass man idealerweise nicht nur sieht, wie es funktioniert, das ist schon mal jedenfalls wichtig, die aktuellen Statistiken zur Performance zu haben eines laufenden Systems. Aber man will auch darauf Einfluss nehmen können und dann bietet sich eben so ein Regelkreis an, sodass man das Monitoring verwendet, um zu entscheiden, sind wir in einem Zielzustand, in einer gewünschten Funktionsqualität. Und wenn nicht, dann soll automatisiert quasi die Einstellung des Systems geändert werden und in einen Zustand übergebracht werden, so dass quasi das Ziel erreicht ist. Also hier hatten wir das Beispiel ja mit dem Hop-Count, der ist dann erstmal zu schlecht, dann wurde es angepasst und wir sind im guten Bereich und wenn der zu gut ist, dann wird er auch angepasst und dann sind wir auch in dem erwarteten Bereich. Okay, heute betrachten wir eine leicht andere Seite in Peer-to-Peer-Netzen. Also auch hier geht es darum, Informationen einzuholen, aber und wieder eine gewünschte Qualität zu liefern, aber diesmal für Anwendungen. Also vorher, dieser Regelkreis führt ja dazu, dass das Netzwerk in einem gewünschten Qualitätszustand bleibt. Und jetzt wollen wir schauen, wie können wir für Anwendungen so ein Netzwerk anpassen oder was können wir da machen, damit die Qualität des Netzwerks, die angeboten wird, gleichbleibend ist. Diese Folien sind, ich glaube, da sind 20 neue Folien in diesen Foliensatz hinzugekommen. Das werde ich dann noch online stellen. Kann sein, dass Ihre aktuellen Ausdrücke da jetzt noch nicht übereinstimmen. Also erstmal, was ist die Motivation? Die Motivation war quasi durch den Trend des Cloud Computings angeregt, dass man jederzeit, also das ist so eine Entwicklung, anfangs hatte man quasi vertraglich im Grid Computing vertraglich zugesicherte Ressourcen, auf die man zugreifen konnte. Dann gab es mal so eine Pay-per-Use-Service, dass man quasi Qualität oder Performance anmieten konnte, irgendwelche Ressourcen anmieten. Software as a Service, dass es irgendwie so Software überall ausgeführt werden kann. Und mit Cloud Computing wurde das irgendwie verbunden, dass sowohl Hardware dynamisch angemietet oder dynamisch bereitsteht, als auch Software dynamisch hin und her migriert werden kann. Also die Frage, wo geht es hin? Und eine Vision, die es da mal gab, ist so ein Peer-to-Peer-basiertes Computing, Cloud Computing, dass man eine große Anzahl von Teilnehmern hat. Das kann man sich auch also sowohl global vorstellen als auch im Unternehmenseinsatz. Und dass man einfach diese Ressourcen so nutzbar macht, sowohl von der Hardware-Seite her, dass einfach darauf beliebige Anwendungen laufen können und die Ressourcen einfach dynamisch, die Hardware-Ressourcen dynamisch bezogen werden. Genau, was sind denn so die Charakteristiken und der Cloud und weshalb findet sich das auch im Peer-to-Peer-Bereich wieder? Zum einen dieser On-Demand-Self-Service, das heißt, es wird immer so viele Ressourcen zur Verfügung gestellt, wie gerade benötigt werden. Das heißt, wenn jetzt so eine Anwendung drauf läuft und die benötigt jetzt mal mehr Bandbreite, dann wird sie bereitgestellt oder mehr Speicherplatz. Und dasselbe könnten wir auch im Peer-to-Peer-Netz anbieten. Das heißt, da haben wir eine idealerweise riesige Masse an Ressourcen, an Bandbreite und Speicherplatz zur Verfügung. Und wenn eine Anwendung irgendwie mehr benötigt, da kann man mehrere zusätzliche Peers hinzuwählen. Also theoretisch könnte man das machen. Das ist alles vernetzt angeboten, das heißt sowohl in der Cloud als auch im Peer-to-Peer-Bereich. Ist die Bereitstellung, also der Ort der Ressource, des Speichers, ist ja unabhängig. Alles wird per Netzwerk bereitgestellt und wenn man Netzwerkverbindung hat, dann kann man auf diese Ressourcen zugreifen. Man hat einen großen Pool an Ressourcen. Im Cloud-Bereich sind das alles Rechenzentren, die da genutzt werden. Im Peer-to-Peer-Bereich ist es komplizierter. Da haben wir eben nur die Geräte der Endnutzer. Aber in beiden Fällen hat man einen großen Pool, Millionen von Geräten. Dann diese Elastizität, das heißt diese Anpassung des Angebots an die Anwendung. Das heißt, die Infrastruktur, die passt sich an, die bietet genauso viel Speicher, wie benötigt wird. Wenn es mehr ist, bietet sie mehr. Wenn weniger benötigt wird, bietet sie weniger. Also das Angebot passt sich der Nachfrage an.
Das war so auch quasi ein Hauptverkaufspunkt für die Cloud eigentlich letztlich. Und man kann auch das Ganze messen. Also man kann auch die Nutzung messen, wie viel hat Nutzer XY verbraucht, wie viele Ressourcen und dann das dem in Rechnung stellen. Also die ersten vier Punkte, das finden wir eigentlich auch im Peer-to-Peer-Bereich wieder. Deshalb ist da so eine Ähnlichkeit zu der Cloud da und deshalb gab es da auch Ansätze, wie man quasi so einen Cloud-Dienst, so einen elastisches Ressourcenangebot auch per Peer-to-Peer anbieten kann. Genau, also es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, wie man das auch, also verschiedene Cloud-Arten. Einmal eine Public Cloud, die zu einer Organisation gehört, aber die von jedem benutzt werden kann. Man kann auch eine firmeninterne Cloud haben. Das kann man sich auch im Peer-to-Peer-Bereich vorstellen. Entweder, also wie gesagt, das Public wäre so ein global operierendes Netzwerk. Im Private-Bereich, man könnte sich so ein Peer-to-Peer-Netz für die Uni vorstellen und in dem quasi nur die Ressourcen intern genutzt werden. Kann man sich auch was Gemischtes vorstellen, so ein Edu-Room-mäßiges, also so ein universitätsübergreifender Zusammenschluss. Und man kann, wenn man in der einen Ressource was beigetragen hat, also in dem einen Netzwerk, im anderen Netzwerk davon profitieren. Man kann sich da verschiedene Ebenen vorstellen, wo so ein Netzwerk betrieben werden kann. Man kann auch das natürlich mischen, aber wenn man das so fortführt, gerade diese ersten drei Bereiche, die lassen sich schon auch auf Peer-to-Peer-Basis also übertragen. Man kann sich ja überlegen, also diese Cloud, die hat ja nur den Aspekt, man hat ein Rechenzentrum irgendwo, man hat dadurch Ressourcenpooling, also mehr Ressourcen, mehr Speicher als eine Anwendung benötigt und deshalb kann man den Speicher für einfach verschiedene Anwendungen, verschiedene Nutzer zur Verfügung stellen und je nach Anforderung das auch skalieren. Und im Peer-to-Peer-Bereich könnte man dasselbe ja machen. Man könnte ja auch alle Uni-Geräte zusammenschließen und darauf eine Anwendung laufen lassen. Das Problem, das dabei nur entsteht, ist, dass in der Cloud und im Rechenzentrum sind natürlich alle Geräte verlässlich. Also die fallen jetzt nicht aus und der Speicher ist nicht plötzlich weg. Und im Peer-to-Peer-Bereich ist dabei damit zu rechnen. Das heißt, was man da eigentlich braucht, ist so eine Art Ausfallsicherheitsgarantien. Dass eben, obwohl die Knoten offline gehen, wir den Speicher und die Ausführung einer Anwendung immer noch garantieren können. Wie sieht so eine Vision aus? Wieso könnte so etwas irgendwann mal aussehen? Also wenn es jetzt verschiedene, sagen wir mal, Orte sind, an denen Nutzer online kommen können, vielleicht unterschiedliche Universitäten, diese Kästchen, die symbolisieren die Ressourcen, die dort dranhängen, also Speicherplatz oder Rechenpower oder Online-Zeit oder Bandbreite. Und jetzt bewerben sich, also jetzt können sich diese Knoten vielleicht vorstellen. Da sitzen jetzt verschiedene Leute dran, die bieten ihre Ressourcen an. Und es gibt so Service-Level-Agreements, also quasi verbindliche Angebote, was man zur Verfügung stellt und was man noch haben möchte. Das heißt, die hier bieten vielleicht Speicherplatz an oder Online-Zeit oder Bandbreite oder Rechenpower, also das, was das Gerät quasi in der Uni da am besten kann, das wird angeboten und das wird jetzt in irgendeiner magischen Peer-to-Peer-Wolke irgendwie zusammengefasst, wo die Informationen zusammenfließen, was alles an Angebot da ist. Und wenn jetzt jemand etwas sucht, gibt es die Möglichkeit, kapazitätsbasiert zu suchen. Das heißt, wenn ich gewisse Ressourcen haben möchte, zum Beispiel Bandbreite, dann will ich die finden können. Magisch soll das erstmal geschehen. Also Anbieter sollen gefunden werden. Und diese Information soll dann wieder zurückfließen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Peer-to-Peer-Netz aufbaue, um diese Ressourcen überwachbar zu gestalten, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich irgendwie einen Peer-to-Peer-Mechanismus anbiete, dass so einen Überblick dazu bekommt, was gibt es denn für Ressourcen, was wird angeboten, was wird nachgefragt, vielleicht auch Trends abschätzt, dass eben berechnet werden kann, was wird denn in der Zukunft benötigt werden. Und wenn jetzt einer online kommt und der möchte etwas haben, dann soll quasi ihm genannt werden, in der Zukunft möchten wir vielleicht Computerpower haben, also irgendwelche Rechnungen, Berechnungen sollen ausgeführt werden. Das soll dein Beitrag sein. So dass quasi
dezentral zwar, aber diese Angebot und Nachfrage zwischen den Ressourcen automatisch in so einem Peer-to-Peer-Netz erfolgen soll. Genau, und dann werden dann Daten von A nach B verschickt, also vielleicht als Backup genutzt, also die Knoten hier links werden als Backup genutzt, und auf der anderen Seite, wenn jetzt ein neuer Knoten hinzukommt, dann sagt er, ich hätte gern vielleicht eine Berechnung ausgeführt, ich möchte etwas simulieren, dann wird berechnet, aha, du kannst sehr gut Bandbreite anbieten, das fehlt uns gerade, das soll dein Beitrag sein, verpflichte dich verbindlich in der nächsten 1-2 Stunden das zu leisten, dann werden dir die Informationen genannt, wo du deine Software ausführen kannst, und wenn da dennoch einer ausfällt, dann wird es automatisch neu zugewiesen. Das heißt, zusammengefasst hat man ja letztlich, wenn man eine große Menge an Teilnehmern hat, auch eine große Menge an Ressourcen, also man hat so einen Ressourcenpool, die Rechner sind nicht ausgelastet, und man könnte diese Angebot und Nachfrage zueinander führen über so eine Peer-to-Peer-basierte Cloud. Das ist so die Vision. Okay, ein Anwendungsbeispiel, also da gibt es auch Projekte zu, sogar, also die größtmögliche Fördermöglichkeit an Forschung in Deutschland ist zum Beispiel, also so ein Sonderforschungsbereich. Eines beschäftigt sich mit dem sogenannten Thema On-the-Fly-Computing. Das setzt auch auf diesen Gedanken auf. Da gibt es so eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk von Service-Anbietern. Also Services sind so lose Softwarestücke, die überall ausgeführt werden können. Und diese werden in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk angeboten. Und auch in einem Peer-to-Peer-Netzwerk werden die Ausführungseinheiten gesucht. Also sowohl die Software wird gesucht und gefunden im Peer-to-Peer-Netzwerk, als auch der ausführende Knoten, also die Kapazitäten, die Ausführungsumgebung. Genau, und die Frage, die sich da stellt, okay, wie finde ich denn jetzt die passenden Knoten, die jetzt was ausführen können? Also wie kann ich jetzt Knoten finden, die eine bestimmte Speicherplatz bieten? Also wenn ich jetzt einen Service habe, ich weiß, der braucht 100 Megabyte Speicherplatz, der sollte noch so 2 Tage laufen und der benötigt, was weiß ich, 200 Megabit pro Sekunde an Bandbreite. Wie finde ich denn solche Knoten im Netzwerk? Und das Zweite, selbst wenn ich so einen gefunden habe, ich habe einen Knoten gefunden, der jetzt aktuell die Bandbreite und den Speicherplatz bietet, aber der geht ja irgendwann offline. Also wie kann ich dafür sorgen, dass, wenn ich eine sehr lange Zeit eben einen Dienst ausführen möchte, vielleicht einen Monat, dann wird kein Knoten online sein für einen Monat, aber wie kann ich dafür sorgen, dass solche langfristigen Reservierungen auch erfüllt werden? Das heißt, ich hätte gern diesen Speicherplatz und diese Bandbreite über einen Monat bereitgestellt, obwohl einzelne Knoten nur maximal 2 Tage leben. Also wie wird das realisiert? Da braucht man so eine Art Überbrückungsmöglichkeit. Genau, das sind so die Herausforderungen, die wir uns heute mal betrachten, was es da für Lösungen zum Beispiel gibt. Ah ja, gut, okay, der Knoten fällt aus. Okay, und wie da die Vision ist, also was wir uns heute betrachten, ist, dass wie solche Ressourcenreservierungen über eine lange Zeit realisiert werden können und wie die Knoten gefunden werden können. Also eben diese 2 Punkte, die vorher genannt werden, so dass am Ende es irgendwie so aussieht, dass man quasi festlegt, ich möchte einen Dienst buchen und es werden dann mehrere Knoten gesucht, die aktuell diese Möglichkeit anbieten. Das sind hier so diese einzelnen Striche. Und wenn die offline gehen, werden dann neue Knoten gesucht. Und so wird quasi, lebt kein Knoten lang genug, um den Dienst komplett zu bedienen. Aber durch so eine Staffelübergabe und ausreichend Redundanz wird dafür gesorgt, dass der Dienst doch kontinuierlich über die ganze Zeit hinweg angeboten werden kann. Genau. Das werden wir uns heute anschauen. Genau, und das ist so der Hauptgedanke hinter der Peer-to-Peer-basierten Cloud, dass wir eben Ressourcen identifizieren können, also das heißt Knoten anhand ihrer Kapazitäten auswählen können, dann ihnen irgendwelche Services zuordnen können, also allokieren können und diese Services auch langfristig bedienen können. Okay, kommen wir also zum ersten Punkt. Also die erste Frage ist, wie finden wir Knoten mit bestimmten Qualitäten? Also man kann
natürlich da herangehen wie bei Daten. Also, dass wir einfach das Netzwerk fluten. Also, fluten ist eigentlich immer eine Option, aber eine schlechte. Man kann aber auch versuchen, natürlich effizientere Datenstrukturen zu erzeugen. Und was ist genau die Anforderung an diese Suche? Das ist hier mal so dargestellt. Was hat man denn für Kapazitäten? Zum einen hat man sowas wie die Bandbreite aktuell oder maximal, also oder ausführende Softwareumgebungen, also welche Java-Version, welches Betriebssystem hat man, wie viel CPU-Power hat man zur Verfügung, wie viel Speicherplatz, vielleicht auch für welche, vielleicht auch weitere Informationen zu dem Knoten, also jetzt, wenn wir es auf Monitoring betrachten oder auf die DHT, wie groß ist der Einflussbereich? Und genau, das sieht dann irgendwie so aus. Es gibt die verschiedenen Knoten, A, B, C, D zum Beispiel. Und die sind alle in einem strukturierten P2P-Overlay. Und das, was das Interface quasi ist, die sollen ihr Kapazitätenangebot mitteilen können. Und danach soll man suchen können. Also einmal das Publish und einmal die Suche. Und diese Schicht, diese logische Schicht soll dann eben so eine Übersicht erstellen, so eine Tabelle, welche Knoten gibt es und eben die Suche ermöglichen. Und die Suche sieht dann zum Beispiel so aus, ich hätte gern x viele Knoten, die gewisse Anforderungen an die Kapazität erfüllen, also Online-Zeit, der soll maximal 60 Minuten online gewesen sein, Bandbreite soll größer sein als xy und so weiter. Das Problem ist, also im Vergleich zu dem Monitoring von vorher, diese Information ist nicht aggregierbar. Also vorher hatten wir Summen und Durchschnitte berechnet. Und wenn wir jetzt zwei Teilmengen hatten mit jeweils 100 Knoten, dann war die Summe deren Werte, also in der Darstellung genauso groß wie, also egal wie groß diese Teilmenge des Netzwerks ist, es ist immer eine Summe, ein Durchschnitt und es ist immer ein Integer oder ein Double. Aber in diesem Fall wächst die Größe der Datenstruktur mit der Anzahl der Knoten, die betrachtet werden. Also wenn wir jetzt vier Knoten haben und wir erfassen noch die Information von vier weiteren Knoten, dann haben wir am Ende nicht die Information von vier Knoten, sondern von acht. Also das wächst halt linear. Und das führt dazu, dass eben effiziente Datenstrukturen schwerer umzusetzen sind. Also so ein Baum geht nicht ohne die obersten Knoten zu belasten oder Gossiping funktioniert nicht, weil das wäre zu teuer. Also die Frage ist, wie kann man das dennoch irgendwie halbwegs effizient gestalten? Okay. Achso, was ist da noch so, wie das noch so aussehen kann? Also nur damit Sie eine Vorstellung kriegen, was da vielleicht genutzt wird. Irgendwelche Koordinaten, geografische Koordinaten oder Zuständigkeitsbereich oder Speicherplatz. Und also da kann man einiges berücksichtigen, was da erfasst werden soll. Okay, also was haben wir für Informationen? Einmal, welcher Knoten es ist und was er bietet. Also Speicherplatz, CPU, Bandbreite, Online-Time, strukturierte Overlay-Informationen, also Zuständigkeitsbereiche, Knotengrade, alles Mögliche. Eine Suche sieht dann beispielsweise so aus, wir suchen end viele Knoten, also nicht nur einen, sondern end viele und wir stellen eine Kombination an Anforderungen an die Kapazitäten, also der Knotengrad soll zum Beispiel größer sein als 20, der freie Speicherplatz soll größer sein als 10 Megabyte oder die Online-Zeit, also der soll mindestens 10 Stunden online gewesen sein, also alles unverknüpft. Okay, und als Ergebnis erwarten wir n viele Knotenkontakte, die eben diese Eigenschaft erfüllen. Das Gute ist, es müssen nicht mehr sein, also wir erwarten nicht alle Knoten, die es im Netzwerk gibt, sondern nur n viele. Das heißt, wir können da schon mal ein bisschen bei der Lösung etwas einsparen. Das heißt, wir müssen nicht den kompletten Suchraum quasi durchsuchbar gestalten, sondern wir müssen, also wir müssen nicht alle Knoten finden, die diese Eigenschaft erfüllen, sondern nur eine gewisse Anzahl. Und das heißt, wir können quasi diese Übersicht über alle Knoten unvollständig belassen, wenn wir das Ziel dennoch erreichen, 100% der Anfragen zu beantworten.
Ferner soll das Ganze proaktiv geschehen. Das heißt, dieser Suchraum und die Informationen dazu, welche Knoten es gibt, sollten immer schon vorab generiert werden, sodass, sobald es benötigt wird, man direkt antworten kann. Genau, das hat den Vorteil, dass eben, also alternativ könnte man es ja auch reaktiv machen. Das hatten wir ja beim Uniform Sampling zum Beispiel, da wurde ja auch reaktiv ein Monitoring-Schritt gestartet. Das ist immer so ein Trade-off. Also wenn Sie viele Anfragen haben, dann ist es sinnvoll, die Antwort einmal vorzubereiten und dann nutzen die vielen Anfragen diese einmal vorbereitete Antwort. Es ist nachteilig, wenn Sie sehr selten Anfragen haben, dann bereiten Sie immer die Antwort vor und niemand nutzt es. Und das wäre schade. Aber unter der Annahme, dass es einfach viele Anfragen geben wird, bereitet man die Antwort eben proaktiv vor, sodass sie dann zur Verfügung steht, minütlich zum Beispiel, und hat dann eben eine schnelle Antwortzeit. Die Hauptfragestellung, die das Problem, das man eigentlich hat, ist, wir haben jetzt vielleicht 1 Million Knoten. Bei dem Monitoring vorher, bei der Statistikerstellung, haben 1 Million Knoten denselben statistischen Aufwand erzeugt wie 1 Knoten oder wie 2 Knoten. Das ist dann immer jeweils ein Wert, Summe, Durchschnitt, Min-Max. Aber hier hat die Information über 1 Million Knoten 1 Million mal so viel Kosten und 1 Million mal so große Datenmengen wie nur 1 Knoten. Das heißt, man kann da nichts aggregieren und die wachsen in der Größe. Und es kann sein, wenn man eben so einen baumbasierten Ansatz hat mit Koordinatoren, also mit diesen inneren Knoten, die wir auch bei SkyEye gesehen haben, dass sie einfach überlastet sind. Also dann zur Wurzel hin nimmt die Last zu und Knoten könnten überlastet sein. Das heißt, eine Möglichkeit, so einen baumbasierten Ansatz dennoch nutzen zu können, um diese Information einzusammeln, ist also es heißt Fat Tree, also einen fetten Baum zu bauen. Das heißt, dass zur Wurzel hin die Kapazität der Knoten auch steigt. Das heißt, die Wurzel wäre dann der stärkste Knoten im gesamten Netzwerk. Und und ganz unten wären eigentlich schwache, also in den Blättern wären schwache Knoten, und je höher man im Baum kommt, desto stärker werden auch die zuständigen Knoten, also die inneren Knoten. Und dazu gibt es da eben eine Erweiterung, die wir betrachten, die erweitert quasi das SkyEye um die Möglichkeit, die Kapazität der Knoten einzusammeln, und sie führt sogenannte Support-Peers ein, welche schwache Knoten im Baum ersetzen. Das heißt, wenn ein innerer Knoten im Baum überlastet ist, dann wird seine Aufgabe von einem Support-Peer übernommen, der die Aufgabe leisten können soll. Jetzt hier quasi wieder auf diesen SkyEye-Baum, der auch dazu genutzt werden kann, um Kapazitäten einzusammeln, also Kapazitätsinformationen über Knoten. Wir betrachten nochmal, wie der aufgebaut wird und wie der abgewandelt wurde, um eben dieses Problem anzugehen, dass die Knoten überlastet sein können. Also wir hatten ja diese verschiedenen Schichten gehabt. Einmal das Internet, TCP-IP-Kommunikation. Oben drüber hatten wir das Peer-to-Peer-Overlay. Dann hatten wir die Abbildung auf dieses Unified ID-Space, also von 0 bis 1, dieses vereinheitliche ID, diesen vereinheitlichen ID-Raum. Und dann wurde ja der Baum aufgebaut, indem man erstmal die Domains aufgezogen hat. Dazu gab es eine Berechnungsfunktion, also je nachdem, wie der Branching-Faktor Beta war, hat man dann in jedem Schritt die Domains in Beta viele Teile geteilt. Also hier ist Beta gleich 2, wir haben die oberste Domain, die erstreckt sich über den gesamten ID-Raum. Dann ein Level tiefer wird diese Domain, dieses Intervall in Beta viele Teile geteilt, also hier 2, und dann jeweils immer tiefer wird es immer durch Beta gleich 2 Teile in Beta gleich 2 Teile geteilt. Und dann wurden ja diese Mitten der Domains, also dieser Intervalle, als Domain-IDs eingeführt. Also die Mitte von 0 bis 1 ist 0,5, und das ist die Domain-ID 0,5. Und wer diese ID hat, der wird zuständig sein. Und diese Domain-IDs, das hatten wir in der letzten
Vorlesung gesehen. Die bauen sich dann, also die bauen diesen Baum auf. Also einfach nur diese Berechnung der Zahlen sorgt dafür, dass man den Baum kennt. Man muss nur prüfen, für welche Position ist man zuständig, also wo ist die eigene Position im Baum. Und dazu muss man die eigene Peer-ID kennen. Man muss den, und man kann Level für Level das durchrechnen. Also wenn man die eigene Peer-ID kennt, dann hatten wir ja diese Formel mit der Berechnung der Domain-IDs, die Beta berücksichtigt, die die eigene Peer-ID berücksichtigt und die den Level berücksichtigt. Und dann rechnet man sich von oben nach unten durch, bis man eben eine ID findet, für die man zuständig ist. Das hatten wir das letzte Mal schon betrachtet. Ich weiß nicht, ob ich spontan da hinspringen kann. Moment, nein. Nee. Ja, ich glaube, das war hier. Genau. Da war die Formel jetzt die. Also, da ist das die ID des Knotens drin. P, da ist das Beta drin, da ist der Level drin und sonst gibt es keine Einflussfaktoren. Damit berechnet man sich eben die Domain Keys und dann kann man eben für die verschiedenen Domain Keys prüfen, also die Domain IDs, ob man dafür zuständig ist. Okay, und dann rechnet man sich das eben von oben her durch und für irgendeine Domain ID wird man zuständig sein und dann hat man seine Position im Baum gefunden, wie hier der Knoten 50. Im Peer-to-Peer-Overlay, der wird abgebildet auf 0,31. Der ist zum ersten Mal zuständig nicht für die 0,5, nicht für die 0,25, nicht für die 0,375, sondern für die 0,3125. Das ist seine Position im Baum und sein Vaterknoten war die 0,375. Also bisher noch völlig identisch zu dem, was wir schon hatten, zu dem Monitoring in SkyEye. Okay. Was jetzt hinzukommt, jetzt hatten wir, also wenn wir jetzt einfach diese Baumstruktur nutzen würden, genau, sagen wir mal, wir nutzen diese Baumstruktur, um die Informationen über die Knoten einzusammeln. Das sieht dann vielleicht so aus. Hier ist mal für einen ein Bereich dargestellt, wie so ein Baum aussehen könnte. Also wir sind hier jetzt dieser Knoten. Der Kasten drumherum sagt, für welche IDs er zuständig ist und da ist seine Position im Baum. Und nun erhält er über seine Kindknoten Informationen und diese Information lässt sich jetzt ja nicht aggregieren. Das heißt, wenn wir, Moment, ich springe mal wieder zurück. Wo hatten wir das? So ein Beispielbaum. Genau, das war ja so ein Beispielbaum. Also sagen wir mal, wir haben unsere Position im Baum gefunden und dann ist dieser Knoten, der kennt seine Informationen, er erhält von seinen Kindknoten auch Informationen, das heißt, er hat die Information über drei Knoten, dann schickt er es weiter an seinen Vaterknoten, dann hat dieser Knoten Informationen über sieben Knoten und das wächst mit der Zahl, also das wird einfach nicht reduziert, das lässt sich nicht komprimieren. Und nun kann es sein, dass so ein Knoten überlastet wird. Also dieser 0,25er ist vielleicht nicht in der Lage, die Informationen über sieben Knoten zu speichern. Was soll er dann machen? Dann geht es dann so vor, dass jeder Knoten ein Maximum, also jeder Knoten definiert sich ein Maximum, wie viele Einträge er verarbeiten kann. Das heißt, die zuständigen Knoten für eine Position, die sind die Koordinatoren dieser Domain und die sagen jetzt, ich kann maximal vielleicht 100 oder 200 Knoteneinträge verwalten. Und das ist hier vielleicht der Fall vielleicht kann der Wurzelknoten eben dann nicht mehr so viel bedienen, wie viel von unten kommt. Dann ist das Vorgehen so, dass er sich quasi einen Support-Peer holt. Wir werden noch dazu kommen, wie er den auswählt und ihm quasi mitteilt, übernimm bitte einen gewissen Anteil meiner Last, den ich selbst nicht tragen kann, also wenn ich jetzt 100 Einträge verarbeiten kann und ich soll aber 300 verarbeiten, dann bitte ich ihn, der soll das, was ich nicht bearbeiten kann, also 200, also 300 minus meine 100 verarbeiten und es gibt dann diese zwei Knoten an der
pro Ebene. Und es wird den Kindknoten mitgeteilt und die Kindknoten schicken sowohl an den vorher zuständigen als auch an dessen Support-Peer. Und es gibt so einen zweiten Knoten pro inneren Knoten oder pro Wurzelknoten. Es gibt aber nicht mehr. Also es gibt pro vorigen einzelnen Knoten maximal jetzt zwei Knoten. Und jetzt sollte es natürlich so sein, dass der Wurzelknoten den bestmöglichen im ganzen Netzwerk auswählen kann. Und der Wurzelknoten soll eben den besten im gesamten Netzwerk zur Auswahl haben, den er als Support-Peer benennt, damit einfach der stärkste Knoten die belastendste Aufgabe übernehmen kann. Und wenn wir das auf so einen Teilbereich, so ein Teilnetz beschränken, dann soll dort auch der fast beste Knoten ausgewählt werden können. Der beste nicht, weil der soll ja quasi nach oben propagiert werden. Das heißt, immer auf, wenn man eine Domain anschaut, dann soll der zuständige Knoten für diese Domain den besten Knoten nach oben weiterreichen und den zweitbesten Knoten soll er dann selbst nehmen. Und so wird es dann auch eben gemacht. Das heißt, immer auf der, wenn man sich eine Ebene betrachtet, ist als Support-Peer möglich, den zweitbesten zu fragen und der beste Knoten wird nach oben weitergereicht, damit eben der auf der höheren Ebene damit die besten Knoten eben nach oben propagiert werden. Genau. Und das reicht auch schon aus, um quasi den allerbesten Knoten nach oben zu propagieren und auf jeder Ebene den letztlich zweitbesten Knoten zur Auswahl zu haben. Die Hauptidee ist letztlich, das war ja die Intention, dass die stärksten Knoten nach oben hochgereicht werden und auf jeder Ebene, wenn schon nicht der optimale Support-Peer gewählt werden kann, dann zumindest der zweitbeste. Und die Informationen über die Qualität der Knoten, die haben wir ja. Also wir monitoren ja deren Kapazitäten. Wir haben ja eine Liste von allen Knoten, also dieser Knoten hier unten links, hat er die Informationen über alle Knoten, die in seinem Teilbereich fallen. Diese Information hat er eingesammelt über seinen Kindknoten und er kann dann eine Sortierung drauf vornehmen und eben den zweitbesten Knoten auswählen. Okay, also als Ergebnis hat man am Ende dann einen Baum mit den stärksten oder zweitstärksten Knoten in jeder Position. Kein Knoten ist überlastet, weil im Worst Case ist es so, dass selbst der stärkste Knoten nicht mehr die Information tragen kann und dann signalisiert das aber seinen Kindknoten, bitte schickt mir nicht mehr, sondern schickt mir nur eure Top 1000 oder eure Top N viele. Um mal so ein Beispiel zu haben, das ist mal ein Ausschnitt aus dem Baum. Hier ist der zuständige Knoten, also der Koordinator für eine gewisse Domain, das sind seine Kindknoten und das ist sein Vaterknoten. Und die haben jetzt jeweils festgelegt, wie viele Informationen sie bereit sind zu tragen. Also der hier kann 30 Einträge verarbeiten, der hier kann 200 Einträge verarbeiten und die hier jeweils haben 750 und 500. Das heißt, dieser Knoten wäre erstmal überlastet, wenn die einfach ihre Informationen mitteilen würden. Was sie dann stattdessen machen ist, sie signalisieren erstmal in einer kleinen Nachricht, hier hast du schon mal 50, ich habe noch 450 weitere und der andere sagt auch, hier hast du schon mal 50 und ich habe noch 700 weitere. Dann kann der Knoten nämlich zurücksignalisieren, erstmal ja, hier, ich habe von unten 100 Einträge in der Summe bekommen, ich habe keine weiteren erhalten, das schickt er erstmal weiter, aber er sieht ja, okay, die kommenden 1150 kann ich nicht bearbeiten, das heißt, ich suche mir ein Support-Peer und der zweitstärkste auf meiner Ebene ist einer, der kann eben 4000 vielleicht verwalten. Der stimmt zu. Der Vaterknoten teilt ihm in dieser Runde auch mit, okay, ich kann 3000 empfangen. Und nun signalisiere ich das weiter, bitte schick mir doch anteilig 80 und du bitte mir 120 und meinem Support-Peer anteilig 420 und dem Support-Peer 630, sodass quasi
dessen Kompetenz, dessen Kapazität auch voll ausgeschöpft wird, aber der Rest eben vom Support B abgefangen wird. Und in der nächsten Runde wird es dann so verteilt. Also der ursprüngliche Koordinator wird voll belastet zu dem Maximum, das er angegeben hat. Sein Support B wird belastet, aber der hat noch Kapazitäten. Und es kommt über die Information kommt über diese zwei Schritte zum zu dessen Vaterknoten. Das heißt, auf jeder Ebene im Baum gibt es maximal zwei Knoten statt vorher nur einem. Und der zweite Knoten ist immer der zweitbeste aus der ganzen Domain. Okay, das ist für den Ausdruck. Das, wenn Sie es mal ausdrucken, Sie alle Schritte nebeneinander haben. Und wenn dann so eine Suchanfrage gestellt wird, dann ist das Ziel, also was wollen Sie wir denn haben? Wir wollen sagen, wie viele Knoten wir suchen und welche Anforderungen Sie haben, also welche Anforderungen wir an diese Knoten haben. Und wir wollen auch, dass nicht gleich die besten Knoten weggeschnappt werden, sondern möglichst passend, also möglichst auf einer unteren Ebene, wo es von der Qualität her gerade so passt, aber nicht zu viele Ressourcen verschwendet werden. Und so beginnt dann auch so eine Suchanfrage, also die Suchanfrage erhält dann, wer stellt die Suche, wer stellt die Suchanfrage und nach was wird gesucht, also in diesem Fall 7 Peers. Und da stehen die Anforderungen drin und dann schickt er es, also er prüft es natürlich für sich selbst erst nach, falls er selbst die Informationen hat, dann muss er die Suche eigentlich gar nicht stellen. Wenn er sie nicht beantworten kann, dann schickt er es an seinen Vaterknoten, der schickt es an seinen Support-Peer, der Support-Peer schickt es an dessen Vaterknoten, also an den, also das ist hier so die Baumstruktur und auf jeder Ebene, also hier gibt es diese Support-Peers. Und der Support-Peer ist einfach zwischengeschaltet zwischen dem Kindknoten und seinem Vaterknoten, der wird so dazwischen gefragt. Und auf jeder Ebene wird die Suchanfrage mitgeteilt und welche Knoten bisher schon als passend gefunden wurden. Also das heißt, wenn dieser Koordinator, dieser Knoten, schon einen passenden Knoten gefunden hat, dann fügt er ihn an die Suchanfrage zu und schickt es an seinem Support-Peer. Der Support-Peer kann vielleicht zwei weitere Knoten dranhängen und dann geht das Ganze so weit hoch im Baum, bis eben alle Antworten, alle die gesamte Anzahl an gesuchten Knoten gefunden ist und es wird dann dem Suchenden dann mitgeteilt. Die Idee ist eben, dass die Knoten, die weiter unten im Baum sind, schlechter sind. Dass nach oben hin die Qualität der Knoten zunimmt, weil man einfach mehr Knoten kennt und im Zweifel, sagen wir mal, das haben wir jetzt hier nicht diskutiert, was passiert denn, wenn auch der Support-Peer überlastet wird, dann reicht er nur die Knoten weiter, dann bittet er nur die Knoten, ihm weiterzureichen, die die besten sind. Also in diesem Fall, sagen wir mal, der Vaterknoten kann nur 3000 Knoten empfangen und wenn beide voll wären, dann würden sie so miteinander kommunizieren, dass eben nur die Top 2800 dieser 4000 weitergereicht werden und die schlechten wegfallen. Das heißt, auf jeder Ebene, mit jeder Ebene, die man höher kommt, nimmt die Qualität der Knoten zu und man versucht, möglichst die Antworten auf den unteren Ebenen einzuholen. So dass quasi, wenn man oben angekommen ist, man nur einige wenige Knoten braucht und die meisten unten gefunden hat. Okay, und bei so einem Protokoll lassen sich dann baumbasiert eben eine Informationsstruktur aufbauen, die Informationen zu den Knoten enthält. Man kann diesen Baum ja, das, also von der Funktionsweise ist es genau wie das Monitoring der Systemstatistiken, also periodisches Verschicken der Informationen, der Knoten, die man kennt, ein Acknowledgement, dass man die Nachricht erhalten hat. Aber jeder Knoten kann eben einstellen, wie viel Informationen möchte er verarbeiten. Man hat durch die Baumstruktur schon die Topologie, wie gesucht werden soll. Und falls der Knoten zu schwach ist, kann man den noch um einen starken Knoten erweitern. Und so hat man eben die Möglichkeit, Knoten nach ihren Kapazitäten zu suchen, in logarithmischer Zeit. Der Baum ist ja logarithmisch tief. Und genau. Das, was man aber
quasi in Kauf nimmt, ist, dass manche Informationen doch verloren gehen. Also sind nicht alle Informationen da, vor allem wenn, wie gesagt, die Support-Peers auch nicht in der Lage sind, die gesamte Information zu tragen, dann müssen einfach die Informationen über die schlechte Knoten weggeworfen werden. Aber man hat die Hoffnung, dass sie eben dann weiter unten im Baum vorhanden sind und die Anfragen weiter unten beantwortet werden. Und wenn man das mal untersucht, also mal mit 10.000 Knoten und in Cord und mit unterschiedlichen Knotenkapazitäten, dann ist hier mal in Rot dargestellt, wie viele Knoten online waren und in Grün, wie viele Support-Peers benötigt wurden, weil einzelne Knoten überlastet waren. Also das funktioniert schon, dass da dynamisch die Support-Peers hinzugewählt werden. Und wenn man sich anschaut, wie viele Knoten erfasst man denn, also hier einmal in Rot wieder die Anzahl der Knoten, die wirklich drin waren, in Grün, also hier so hellgrün ist erfasst, ohne Support-Peers, wie viele Informationen liegen denn im Wurzelknoten vor? Und man sieht, das ist irgendwie, hier sind da 10.000 Knoten und die Wurzel hat nur Informationen über 2.000. Wenn man aber ein Support-Peer hinzuwählt, oder genau, das ist jetzt nur auf die Wurzel bezogen, dann hat der Support-Peer dann noch vielleicht zusätzlich 4.000, sodass das Lilane quasi im Gesamten zwar immer noch nicht 100% erreicht, aber dann doch doppelt so viel oder ja, zweieinhalb, dreimal so viel wie der Wurzelknoten. Also man hat dann Informationen über mehr Knoten zur Verfügung und kein Knoten ist überlastet. Also Überlast wird, also ist so definiert eben, dass die Knoten haben fest definiert, wie viel sie maximal vertragen und es wird nicht überschritten. Okay. Und wenn man sich anschaut, okay, noch ein paar andere Auswertungen, wo werden denn die Suchanfragen gestellt? Das ist so der Baum. Der ist in diesem 10.000-Knoten-Netzwerk so ungefähr 20 Ebenen tief. Dann sind die meisten Knoten so im Bereich um die 10, also Baumtiefe 10. Und die meisten Antworten kommen aus dem Baumbereich Level 5. Also das geht einen Schritt weit hoch, ein paar Hops weiter im Baum, so 5 Hops weit. Aber das Gute ist, die werden nicht alle bei der Wurzel beantwortet, sondern die meisten werden wirklich so im Mittelfeld des Baumes auch beantwortet. Wenn man sich anschaut, wie wirkt sich denn die Anfragequalität aus, also das Schwarze, gibt quasi vor, wie schwierig die Suchanfrage ist, also wie selten eine Antwort ist. Und da sieht man, die weißen oder die hellen Antworten, die werden weiter unten im Baum, das ist so Ebene 8, 6, 4 beantwortet. Und die schwierigsten Anfragen, also wo es die seltensten Antworten zu gibt, die werden dann doch alle bei der Wurzel beantwortet. Also der Vorteil ist eben, dass die einfachen Antworten von den Knoten so abgefangen werden und nur einige wenige zur Wurzel hochpropagiert werden. Das sind eben die schwierigen. Achso, was interessant ist, was so überleitend ist auf das nächste Thema, ist, wie viele der Antworten sind offline. Und da sieht man, dass zwar eins, das ist hier, wie viele Knoten offline waren und in wie vielen Antworten. Und so in 1-2% waren dann doch 1-2% der Knoten offline. Das heißt, die Antworten sind häufig noch online, die Antworten, die Knoten, die zurückgegeben werden, aber in eben 1-2% der Fälle kommt es schon vor, dass, oder bis sogar 10% der Fälle kommt es vor, dass einige Knoten fehlen. Okay, nur abschließend, was kostet das? Also es ist, 10 Byte pro Sekunde und Query Traffic 6 Byte pro Sekunde, also sehr, sehr gering. Das Interessantere ist mehr, wie die Lastverteilung ist. Also wenn wir uns die Metriken, also die Normalstatistikerhebung anschauen, über alle Knoten, über alle 10.000 Knoten hinweg, dann ist sie ungefähr bei allen Knoten gleich stark. Wenn wir uns diese Attribute oder diese Kapazitäten anschauen, dann sehen wir, es gibt einfach sehr stark belastete Knoten und sehr schwach belastete Knoten. Da ist die Imbalance einfach sehr groß, weil eben zur Wurzel hin nimmt die Last zu. Ja, also so wie erwartet, aber das Gute ist, eben durch die Support-Peers lässt sich diese Last abfangen. Okay, also abschließend zu diesem ganzen baumbasierten Monitoring.
Genau, also diese baumbasierten Ansätze haben, also können gut genutzt werden, um zum einen die Statistiken zum System zu erfassen, also eben Summen, Durchschnitte, Min, Max über alle Knoten hinweg. Können aber, also da ist eben der Vorteil, die Informationen lassen sich aggregieren und das Alter des Monitoring-Ergebnisses lässt sich auch ganz gut modellieren. Also ist das Höhe des Baumes mal Update-Intervall. Das ist ganz gut modellierbar und lässt sich ganz gut konfigurieren. Was es nutzt, ist, nutzt die Funktion des strukturierten Overlays, also ein Lookup sollte man durchführen können. Man soll prüfen können, ob man für eine ID zuständig ist oder nicht. Und man soll die Möglichkeit haben, an einen Knoten mit einer bestimmten ID, eben seinen Vaterknoten, eine Nachricht schicken zu können. Das funktioniert ganz gut. Etwas schwieriger ist es eben beim Einsammeln der peer-spezifischen Informationen, diese Kapazitäten. Da sammelt sich eben mit der Anzahl der Knoten, die berücksichtigt werden, auch die Information an, also die steigt immer weiter und das lässt sich nicht aggregieren. Und dann muss man eben dafür sorgen, dass, also dann steht man halt vor einem Dilemma, wie geht man mit diesen Daten um? Ein Teil wird weggeschmissen auf den höheren Ebenen, also je höher man kommt, desto die Knoten können Maximum definieren, wie viel sie bereit sind zu tragen und das, was darüber hinausgeht, wird weggeworfen. Das sind die schwachen Knoten, Informationen zu den schwachen Knoten. Und man kann dieses Maximum noch erweitern, um noch mal einen Support, um den zweitstärksten auf der Ebene. Aber dann ist auch schon Schluss. Also man erfasst nicht alle Informationen aller Knoten, aber man ist doch sehr optimistisch, dass eben die Informationen, die man auf den oberen Ebenen wegschmeißt, weil dort zu viel Last ist, dass die unten noch verblieben ist und dass, wenn die Suchanfrage von unten quasi hochpoppt, so hoch blubbert, dass dort diese Information berücksichtigt wurde. Okay, weitere Features, das kann man auf jedem strukturierten Overlay anwenden, welches diese zwei Funktionen bietet. Gegen Churn ist es ganz robust, weil es, wenn das Overlay robust ist, die Knoten können ihr Maximum festlegen, wie viel sie bereit sind zu leisten und ihre Qualität wird auch genutzt, also stärkere Knoten leisten auch mehr, das ist ganz gut. Und insgesamt ist es dennoch günstig vom Betrieb her, aber es hängt immer davon ab, wie viele Knoten im Netz sind. Und irgendwann, also wenn Sie jetzt 1 Million Knoten hätten und die Informationen zu 1 Million Knoten verschicken, dann sind Sie schon im mehreren Megabyte-Bereich, dann brauchen Sie schon ganz gute Knoten. Das hat aber auch den Vorteil, dass Sie den stärksten aus diesen 1 Million Knoten wirklich als Wurzelknoten dann haben können. Okay, das war wie gesagt der eine Punkt, also was wir für so eine Peer-to-Peer-Cloud eigentlich benötigen. Jetzt haben wir quasi geschafft, nehmen wir an, wir hatten ja das Szenario, wir wollen jetzt Ressourcen nutzen, wir wollen eine Software laufen lassen, irgendeinen Service und brauchen dafür eine gewisse Anzahl von, Bandbreite, gewissen Speicherplatz, gewisse Rechenpower. Und jetzt können wir mit dieser kapazitätsbasierten Suche einen oder n viele Knoten finden, die das aktuell in der Lage sind zu leisten. Das reicht aber noch nicht. Wir wollen ja vielleicht für einen Monat so etwas reservieren. Und wenn jetzt aus unseren 7 Knoten, die wir jetzt vielleicht gefunden haben, die wir gesucht haben, jetzt die nach und nach offline gehen, dann sind sie halt weg. Also dann ist das noch nicht unser Ziel. Das heißt, was wir eigentlich wollen, ist, wie gesagt, nochmal dieses Bild zu haben. Wir wollen es vielleicht für 2 Monate reservieren, diese Kapazität. Und das Problem ist, so ein durchschnittlicher Knoten ist vielleicht nur 2 Tage online. Das heißt, wird nicht einen einzigen Knoten geben, der die gesamten 2 Monate online bleibt und genau das bietet, was wir wollen. Wenn man sich so eine Verteilung einsieht von, also das Bild ist zwar klein, aber die Hauptaussage ist eigentlich gut zusammenfassbar. Also wenn man aktuelle Netzwerke anschaut und sich mal die Verteilung zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Knoten P innerhalb der nächsten 10 Minuten offline geht, dann ist
beginnt das quasi bei 30% und sackt dann ab. Also wenn er schon 800 Minuten online war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er offline geht, hier bei 17% in den nächsten 10 Minuten. Also die Gefahr ist immer da. Und anfangs ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Knoten offline geht. Das heißt, anfangs ist es bei 40%, nach 400 Minuten ist es nur noch 20%, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer da. Und wenn dieses Lambda, das gibt an, also dieses FT gleich X und K Lambda, das gibt an, wie viele der Knoten schon offline gegangen sind von den ursprünglichen. Und das zeigt einfach, dass hier bei 1200 Minuten schon 95% der Knoten schon offline sind. Also sie sind sehr kurzlebig. Und jetzt wollen wir aber dennoch einen Dienst oder diese Reservierung der Ressourcen für 2 Monate bereitstellen, obwohl eben die Knoten so kurzlebig sind. Ich will Sie nicht damit erschlagen, das ist nur so eine Übersicht. Das Wichtige ist eigentlich hier. Also ein Vorgehen, wie man das machen kann, ist, das hatten wir schon kurz angerissen, mit dieser Staffelübergabe, dass quasi zu einer gewissen Zeit doch mal hier, ich muss das mal. Schauen Sie sich mal erstmal nur oder schauen Sie sich erstmal nur diesen oberen Teil an. Das ist eigentlich, wo wir beginnen wollen. Also, es soll quasi möglich sein, dass Sie sind vielleicht ein Initiator, Sie wollen für 1000 Minuten reservieren. Sie sagen, welche Kapazitäten Sie brauchen. Also, Storage soll mindestens 200 Megabyte sein. CPU-Auslastung 20%. Und dann wollen Sie quasi das dem Peer-to-Peer-System mitteilen. Und Sie erhalten dann eine Reservation-ID. Unter dieser Reservation-ID können Sie dann abrufen, welche sind denn die Knoten, die diese Hardware-Ressource mir zur Verfügung stellen. Und das können Sie immer mal wieder machen. Und Sie kriegen dann immer die aktuelle Menge, Ihr aktuelles Set an Providern. Genau. Das ist so der Initiator. Und jeder andere, der diese Reservation-ID kennt, bekommt dieselben Knoten zurückgeliefert. Das ist eigentlich so das, was diese Reservierung leisten soll. Und vor allem so wird das Besondere sein, dass wir haben hier das Netzwerk, wir haben hier die Informationen über die Knoten. Es werden nicht immer dieselben Knoten sein, die uns mitgeteilt werden. Anfangs sind es vielleicht Peer 1 und 2, dann fällt Peer 1 aus, im Gegenzug wird Peer 3 dann aktiviert, dann fällt Peer 2 aus, dann wird Peer 4 aktiviert. Also dass dann immer kontinuierlich eine Menge von Knoten vorhanden sind. Und eben um diesen Dienst zu diese die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wie sieht das dann im Detail aus? Der erste Schritt ist mal so eine Reservierung aufzusetzen. Das heißt, was gehört dazu? Dazu gehören die Anforderungen, also die Constraints, also wie viel Bandbreite, Speicherplatz, CPU-Power will ich? Wie lange soll die Reservierung gelten? Also 1000 Minuten oder 2000 oder 3000. Und wie hoch soll die Ausfallwahrscheinlichkeit sein? Das heißt, man muss sich auch festlegen, will ich jetzt eine 99-prozentige Success Rate, also dass es zu 99% klappt, oder soll es zu 99,99% sein? Oder nur zu 90%? Also je nachdem, wie kritisch der Dienst, wie diese Reservierung sein soll, muss man ja mehr oder weniger Redundanz einbringen. Deshalb muss man das auch anfangs festlegen. Und man ist noch durch sich selbst identifiziert, man hat noch eine ID. Und vom Vorgehen ist es dann so, wir sind jetzt hier in diesem linken Bereich, also wir sind dieser Service-Requester, wir initiieren Reservierung. Und wir können dann später abrufen, wer sind denn die aktuellen Provider. Dann, okay, wie wird es realisiert? Es gibt einen, also damit auch dieser Requester online offline gehen kann, es gibt so eine Art, nicht virtuellen, aber es gibt die Rolle des Main Managers für diese Reservierung. Also jede Reservierung erhält basierend auf den Anfragenden und den ganzen Constraints, ja, eine Reservation-ID. Und basierend auf dieser ID werden zufällige Knoten festgelegt, dass sie für diese Reservierung zuständig sind. Die können natürlich offline gehen, das heißt, es gibt da immer so ein Management-Set, also so Backup-Knoten. Das kann man sich so vorstellen wie eben die Replikation bei Past oder bei
Datenbereich, also der Main Manager ist durch eine ID festgelegt, basierend auf der Reservation, und seine Nachbarn oder basierend auf derselben ID werden einfach Ersatzknoten festgelegt und die prüfen sich dann immer wieder, ob sie auch online sind. Und was dieser Main Manager machen kann, ist, der kann dieses Capacity-Based Peer Search nutzen. Er kann also basierend auf der Reservierungsanfrage mal nach passenden Knoten suchen. Und wenn er die gefunden hat, dann kann er diese Knoten auffordern, die Ressourcen bereitzustellen. Er kann also den Service, die Software auf den auslagern, und das ist jetzt der Pool der Knoten, der die Ressourcen bereitstellt. Und jetzt sorgt er dafür, dass quasi immer genügend Knoten im Pool sind, also er überprüft immer wieder, und falls da welche fehlen, dann, also falls die offline gegangen sind, dann ersetzt er sie. Und diese Menge, dieser Pool kann jetzt von einer Menge von Nutzern genutzt werden. Das heißt, wenn ich jetzt initial reserviert habe, ich möchte so und so viel Speicherplatz und Bandbreite für meinen Dienst, dann sind das diese Dienstnutzer. Also dann wurde mir das zugewiesen und meine Software, die da drauf läuft, wird jetzt von diesen genutzt und die können dann immer wieder anfragen, wo finde ich denn den Dienst und den Dienst dann nutzen. Also zum Beispiel will ich eben 2000 Minuten lang oder 2000 Stunden lang eben, nehmen wir mal das Beispiel, die aktuelle Uhrzeit als Softwaredienst anbieten. Dazu brauche ich ein bisschen Speicherplatz, ein bisschen Bandbreite. Die wird mir hier durch diese Knoten bereitgestellt und das sind die Knoten, die anfragen, wie spät ist es aktuell. Und die erfahren dann, wo sie die Informationen beziehen können, und dann kontaktieren sie diesen Pool, also diesen Hardware-Pool, und erhalten die Antwort. Okay, also das ist so der grobe Überblick, welche Komponenten es gibt. Also einmal die Manager, die verwalten, welche Knoten gibt es denn im Netzwerk und welche können wir dazu nutzen. Ich mal hier mal dran rum. Also das sind so die Manager, die sorgen sich dafür, dass eben sie die Übersicht behalten, wie viele Ressourcenprovider es gibt. Das sind die Ressourcenprovider, die bieten ihren Speicherplatz und Bandbreite und so. Der Main Manager kann dazu im Overlay eben nach Kapazitäten suchen, nach Knoten suchen. Und das sind die Nutzer des Dienstes. Das heißt, die haben nichts mit der Reservierung zu tun, die nutzen nur das Ergebnis. Jetzt kann es sein, also die Hauptfrage wird sein, also bisher ist es irgendwie auch noch nicht so, also bisher haben wir immer noch nicht diese Staffelübergabe. Das Besondere ist hier ja, dass einzelne Knoten ausfallen können. Es kann ja sein, wie wir vorher gesehen haben, hier, dass Knoten P1 irgendwie ausfällt. Das heißt, dieser Knoten fällt jetzt aus. Dann müsste der Main Manager ja dafür sorgen, dass wieder ein Ersatzknoten gefunden wird. Achso, warum haben wir überhaupt mehrere Knoten und wie fließt da eigentlich diese Degree of Redundancy ein? Also das hier war ja die Unterscheidung, ob wir 99% haben wollen oder noch ein paar Neuner mehr hinten. Und der Verlustfall, also wann versagt unsere Ressourcenreservierung, der versagt, wenn alle Ressourcen auf einmal offline gehen. Wenn die alle vier gleichzeitig offline gehen, dann ist der Dienst weg und dann haben wir verloren. Das heißt, wenn wir hier noch die Redundanz hochschrauben, das heißt mehr Knoten wählen, dann ist die Ausfallsicherheit höher. Wenn wir weniger Knoten haben, ist sie geringer. Und der Main Manager muss jetzt immer kontinuierlich prüfen, gibt es denn genug, sind welche offline gegangen, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Knoten hier offline gehen werden, brauche ich Ersatz, und über das entscheidet er. Und das sieht dann eben so aus. Der hat jetzt einmal die Information, wie viele Knoten aktuell im Netzwerk in seinem Pool sind. Er fragt sie auch an, er weiß auch über sie, wie lange sie schon online sind. Und nun gibt es so Statistiken dazu oder Abschätzungen. Wenn ein Knoten, sagen wir ein Knoten nur, und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er in den nächsten
20, 40, 60, 80 oder 100 Minuten offline gehen wird. Das heißt, bei nur einem einzigen Knoten ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er offline gehen wird, um die 60%. Wenn wir zwei Knoten haben, dann ist es um die 30%. Wenn wir drei Knoten haben, vielleicht 0,2, also 20%. Das heißt, wir können aus der Anzahl der Knoten und aus dieser Rundenzeit, das heißt, wie weit wir in die Zukunft vorausschauen, abschätzen, ob die Anzahl der Knoten, die wir haben, also hier nur bis 3 hochgerechnet, sie in den nächsten 20 Minuten offline gehen werden oder ob sie in den nächsten 60 Minuten offline gehen werden. Und da kann man noch die Lebenszeit, also wie lange die jetzt schon online sind, berücksichtigen. Also dazu auch eben diese Grafik, da gibt es einige Informationen noch dazu, aber das ist jetzt nicht relevant. Also jedenfalls basierend darauf, wie lang der Knoten schon online ist, können wir für diesen einen Knoten berechnen, wie hoch seine Wahrscheinlichkeit ist, dass er in den nächsten x Minuten online bleiben wird. Und wenn wir mehrere Knoten eben haben, dann können wir aus deren Wahrscheinlichkeiten die nächsten x Minuten zu überleben berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eben die gesamte Gruppe überlebt. Und wenn wir feststellen, aha, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die gesamte Gruppe die nächste Runde, also jetzt Runde gleich x Minuten überlebt, wenn die zu gering ist, das heißt unter unserer Zielwahrscheinlichkeit fällt, dann brauchen wir neue Knoten dazu. Und dann sucht er sich eben neue Knoten und erweitert den Knotenpool um diese. Das heißt, um sich das mal so vorzustellen, also hier nochmal, also quasi das ist so der Hauptgedanke, also der Main Manager sorgt immer dafür, dass kontinuierlich rundenbasiert, also hier in x Minuten berechnet wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Gruppe offline gehen wird und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, deren Überlebenswahrscheinlichkeit unter diesen Faktor Reservation DR, das war genau diese Reservation, Degree of Redundancy, dass es darunter fällt. Und wenn wir diese Wahrscheinlichkeit unterscheiden, dann suchen wir uns einfach neue Knoten. Das heißt, es wurde mal so durchgerechnet für, sagen wir mal, es wären 500 Megabyte an Speicherplatz reserviert und 200 Kilobyte pro Sekunde sollen die Knoten haben. Und die Reservation Time soll 200 Tage betragen. Und dabei soll kontinuierlich die Ausfallwahrscheinlichkeit unter 10% bleiben, beziehungsweise die Überlebenswahrscheinlichkeit über 90%. Genau, das wurde mal so eingestellt, sagen wir mit 1000 Knoten, 5000 Minuten simuliert. Was ist relevant? Das Wichtige ist hierbei erstmal, genau, alle 50, also die Überlebenswahrscheinlichkeit wurde für die nächsten 50 Minuten vorausgerechnet. Die durchschnittliche Lebenszeit eines Knotens waren 266 Minuten und die Reservierungszeit um die 3000 Minuten. Also das heißt, kein Knoten kann es jeweils schaffen, es allein zu schaffen. Und es gab zwei Ansätze, wie man das machen kann. Entweder man versucht quasi das Ziel zu erreichen, also in diesem Fall 90% Wahrscheinlichkeit plus und berechnet, wie viele Knoten brauche ich dafür, vielleicht 3, und dann addiert man 1, 2, 3, 4, 5 Knoten drauf, sodass man einfach mehr Redundanz hat. Oder man versucht, diese Überlebenswahrscheinlichkeit noch weiter zu erhöhen. Das heißt, hier wollen wir per 90% überleben, aber wir können quasi anpeilen, die Überlebens-, also die Fehlerwahrscheinlichkeit von 10% auf 9 bis 1% zu drücken. Also auch da kann man nachjustieren. Also genau. Okay. Wie sieht es denn aus? Zum einen wieder die Untersuchung, was bringt denn dieses baumbasierte, also hier wurden die Kapazitäten wieder im Baum eingesammelt. Das ist die Anzahl der Knoten, die geht hier so hinab. Und genau, Anteil, also wie viele, die blauen Punkte geben quasi an, wie viel Prozent der Knoten bekannt waren. Das war da einfach über 90% der Knoten waren mit Support-Peer noch bekannt. Also man hatte sehr viele Knoten zur Auswahl
Und das ist so ein Beispiel, wo zum Beispiel, beginnen wir mal mit der rechten Seite, also da wurde angepeilt, quasi 90% Überlebenswahrscheinlichkeit, man hat berechnet, wie viele Knoten brauche ich dafür, das waren glaube ich so 2, und dann wurden noch 2 weitere hinzugefügt, also dass man immer kontinuierlich 4 Knoten hat, und das sind die einzelnen Knoten Lebenszeiten, in denen sie reserviert waren, und das hat geklappt, also das Rote gibt an quasi, welche Auswahlwahrscheinlichkeit, welche Überlebenswahrscheinlichkeit man hatte, das war so um die 100%, und genau, das Grüne gibt an, welches Ziel man hatte, also über 90% zu bleiben. Und auf der linken Seite wurde die 90% einfach nur ein bisschen erhöht auf 93%. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit, die sank dann ab und zu mal knapp auf 90%. Dann wurde es zu niedrig, dann wurden wieder neue Knoten hinzugewählt. Aber es kam halt auch vor, dass irgendwann gar keine Knoten da waren und alle waren offline. Und da war der Dienst tot. Also als positives Beispiel soll eben das linke gelten. Oder auch hier, wenn wir die Überlebenswahrscheinlichkeit auf 99% hochschrauben, wird zwar der Dienst erbracht, aber diese Überlebenswahrscheinlichkeit von 99% wird mal unterschritten. Das fällt dann mal unter 90%. Und auf der anderen Seite, wenn wir einfach, also es bringt nichts, die Überlebenswahrscheinlichkeit hochzudrehen. Es ist eher nützlicher, wenn man zu der berechneten Redundanz einfach noch mehr Knoten hinzugibt. Also hier war wieder die Redundanz, die notwendig wäre, 2. Man hat noch 5 weitere hinzugefügt, 5 weitere Knoten, sodass da immer 7 Knoten sind. Und es ist mehr als ausreichend, um das zu bedienen. Also es waren ja auch schon 2 weitere Knoten ausreichend. Okay, das ist quasi so zur Staffelübergabe. Und achso, was hier noch berücksichtigt wurde, dass wenn ein neuer Knoten online kommt und der ausgewählt wurde, um diesen Pool in diesem Pool zu dienen, dann hat man noch ein bisschen Zeit, um ihm die Daten zu übertragen, ihm mitzuteilen, was er tun soll, bevor er dann losgeht. Also es ist jetzt nicht so, dass er einfach nur ausgewählt wird, sondern er hält wirklich diesen Service und wird auch als Anbieter bekannt gegeben. Okay. Zu den Kosten oder zu der ganzen Wahrscheinlichkeit, also was man sich da merken sollte, also es reicht eben nicht aus, wenn man nur die eine hohe Auswahlwahrscheinlichkeit wählt, 99%, das ist hier quasi mit dem dunkelblauen dargestellt, da gehen dennoch 10% der Suchern dieser ganzen Reservierung schlagen fehl, haben aber im Schnitt, sagen wir mal, 3 redundante Knoten im Angebot, und sobald man einfach zusätzlich Knoten hinzufügt, wie hier zum Beispiel 6 redundante Knoten im Durchschnitt oder auch nur 5, dann ist immer die 100%ige Reservierungswahrscheinlichkeit erfüllt. Genau. Wie teuer ist das Ganze? Das wird auch mal untersucht. Also im Durchschnitt, also das Erfolgreiche ist dieses RPA, also das Grüne und das Lilane hier unten. Im Durchschnitt waren es immer so 5 bis 6 Knoten, die da parallel im Betrieb waren. Und in Summe waren es dann vielleicht 60 bis 70 Knoten, die über die 200 Tage hinweg den Dienst erbracht haben. Also sehr viele Knoten, also ein einziger jetzt nicht geschafft. Okay, also die Kosten sind nicht so wichtig, aber das Wichtige ist, um das quasi abzuschließen und die heutige Vorlesung abzuschließen, also wir hatten ja verschiedene Monitoring-Arten gesehen, vorab, um mal zum einen Statistiken einzusammeln. Da hatten wir das Gossip-basierte, das Uniform-Sampling und das Baum-basierte. Wenn man das Ganze noch erschwert, eben dadurch, dass die Informationen nicht aggregierbar werden, dann fallen einige Aspekte da schon leichter eher weg. Also das Gossip-basierte lässt sich nicht mehr gut anwenden. Das Uniform Sampling auch nicht, da finden wir einfach nicht die richtigen Knoten. Also wir sind dann wieder in einem Zustand bei der Fragestellung, wie finden wir aus der gesamten Menge die Knoten, die für uns relevant sind. Das hatten wir einmal für Daten, in diesem Fall ist es für die Peer-Information. Unser baumbasierter Ansatz funktioniert da dennoch noch ganz gut. Wenn man so Fat Tree hat, das heißt starke Knoten an höheren Stellen, der stärkste Knoten in der Wurzel, dann funktioniert es, obwohl Daten weggeschmissen werden, also nach oben hin werden nicht alle Informationen propagiert, die schwächeren Knoten werden unten
nicht mehr nach oben gemeldet. Aber die Suchanfragen, die werden ja von unten hochpropagiert und auf dem Weg quasi alle passenden Antworten gesammelt. Bei dieser Ressourcenreservierung, also das ist so ein Hauptanwendungsfall für diese kapazitätsbasierte Suche, funktioniert das gut. Also mindestens Redundanz 5 wurden alle Reservierungen erfüllt. Und das Ganze führt dazu, dass, also man kann schon mit Peer-to-Peer-Systemen sehr ausfallsichere Anwendungen und Infrastrukturen bereiten. Man kann da theoretisch auch so eine Peer-to-Peer-Basis schaffen, die so eine Infrastruktur abstrahiert und jede Software halbwegs lässt sich darauf ausführen und das Ganze ausfallsicher unter der Nutzung der bestehenden Ressourcen. Es ist halt nur zum Teil ein bisschen teuer und vielleicht langsam, aber da fließen nur die verschiedenen Forschungen zusammen. Genau, Weiterführung. Also wie kann man dann Systemzustände über die 6, 7 replizierten Knoten konsistent halten? Also wenn man wirklich so einen Zustand bei der Ausführung hätte, wie hält man den konstant? Sicherheit und Anpassung. Also man könnte ja verschiedene Anpassungen noch führen nach Anfragemustern und so. Ist aber nicht im Fokus. Okay, so viel zu der heutigen Vorlesung. Das war, wir werden noch zwei weitere haben. Nächste Woche schauen wir uns an soziale Netzwerke. Das ist so ein aufkommendes Thema für als Peer-to-Peer-Anwendung. Und übernächste Woche ist dann, wenn ich mich recht erinnere, genau, dann würden wir das Thema aufgreifen, einfach auf eine Fragestellung. Ist es nicht die letzte? Ja, also wir haben noch zumindest einmal das Thema der sozialen Netzwerke vor uns und danach haben wir noch eine offene Fragestunde. Das heißt, wenn Sie da Fragen haben, dann teilen Sie mir das bitte mit. Ich werde dann in den allerletzten Vorlesungen vor der Klausur dann nochmal alles irgendwie durchgehen und gerne dabei noch Ihre Fragen aufnehmen. Ja. Okay, soweit für heute und dann sehen wir uns am Mittwoch in der Übung. Dankeschön.